Volkslieder sind Teil unserer Kultur. Bereits seit Jahrhunderten werden sie von Generation zu Generation weitergegeben. Dieses Liedgut nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, das ist das Ziel der Landjugend Salzburg. Den Titel Heimatklang trägt das neue Volksliederbuch der Landjugend, das im Rahmen des ersten Volksliedersymposiums im Vilshofgütl in Oberalm vorgestellt wird. Wir haben sehr viele Ortsgruppen, die was anklicken können, die was bei Hochzeiten singen, die was bei Tafel singen. Und da wollte man einfach ein Liederwerk schaffen, was leicht zu Hand ist und was halt auch ansprechend ist. Und bei der Liederauswahl sind wir eigentlich einfach deswegen drauf gekommen, weil wir geschaut haben, was ist attraktiv, was wird gern gesungen. Und aber auch in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Volksliedwerk, was ist schon vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, was ist ein altes Volkslied und was möchte man wieder neu aufleben lassen. Vor allem zu Weihnachten singen viele Menschen auch heute noch alte Volkslieder. Wann diese entstanden sind, lässt sich nicht mehr genau feststellen. Man weiß eigentlich nur den Zeitpunkt, ab wann sie gesammelt wurden. Also es war so ab dem 18. Jahrhundert. Aber man nimmt an, die Leute haben ja alle schon sich die Zeit vertrieben, waren künstlerisch tätig, also in der bildenden Kunst, oder haben eben auch was gesungen. Und erst im 18. Jahrhundert ist das dann aufgeschrieben auch worden. Vorher hat man eigentlich nur die Kunstmusik aufgeschrieben oder das, was an den Fürstenhöfen und so weiter musiziert worden ist. Damals war man mit Kutsche, Pferd oder zu Fuß unterwegs. Dennoch haben viele Volkslieder eine weite Verbreitung gefunden. Das Besondere ist eigentlich der extreme Variantenreichtum. Dadurch, dass die Volkslieder eigentlich auch oft von einfachen Leuten erdacht worden sind im 18. oder 19. Jahrhundert oder von einfachen Leuten gesungen worden sind, in verschiedenen Regionen, sagen wir da in Salzburg, haben sie die natürlich sehr unterschieden, weil die Distanzen waren weit. Wenn ich jetzt schaue, noch von Oberalm zum Beispiel nach Abtenau, da hat sich ein Lied schon ganz schön verändern können, weil der Abtenauer wird selten gehört haben, wie es der Oberalmer gesungen hat. Vielfältig wie das Volkslied selbst ist auch das neue Liederbuch Heimatklang. In den drei Kapiteln Heimat, Lieb und Weihnachten finden sich bekannte und weniger bekannte Lieder sowie Gedichte von Maria Stoffel. Ja, ich bin also voll froh, dass es Junge gibt, der da das noch hochhalten und auch denen Freude haben. Man sieht das halt bei der Veranstaltung, mit wie viel Herz und Seele die dabei sind. Das Weitergeben der Tradition ist uns sehr wichtig. Wir wollen natürlich immer am Puls der Zeit bleiben, aber auf der anderen Seite auch die alten Werte bewahren und auch das alte Handwerk und auch alte Lieder weitergeben an die nächste Generation. Die Antwort auf die Frage, wie es gelingt, dass die Volkslieder auch in Zukunft nicht in Vergessenheit geraten, ist einfach. Singen. Immer singen. Ich glaube, dass ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass in der Familie weitergegeben wird, dass auch in der Familie gesungen wird, mit Freunden gesungen wird und dass man einfach eine Garde dabei hat. Und ich denke jetzt nicht, dass Volkslieder aussterben, aber ich finde schon wichtig, dass für junge Leute zu der nächsten Generation weitergegeben wird. Aber ich schreibe, aber ich schreibe, aber ich schreibe.